Heute geht es um die Frage, wie übergibst du deine geheimen Dinge und Informationen? Wirst du es so machen? Keine gute Idee. Viel zu auffällig. Ich zeige dir verschiedene Möglichkeiten, etwas weiterzugeben, ohne dass jemand es merkt. So kannst du zum Beispiel ein Blatt Papier weitergeben, das mit dem Code beschrieben wurde, den ich in der letzten Lektion erklärt habe. Du kannst mittels dieses Codes aber auch einen Übergabepunkt und eine Zeit ausmachen, wo du etwas, das für andere Methoden zu groß ist, übergeben kannst, ohne dass es jemand merkt. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel ein sogenannter toter Briefkasten. Es ist ein Ort, den nur du und deine Mitspione kennen. Ihr geht regelmäßig zu dem toten Briefkasten und schaut nach, ob etwas drin ist. Oder legt selbst etwas hinein, wenn ihr möchtet, dass die Mitspione es bekommen. Der Taschentausch ist eine andere Möglichkeit, geheime Dinge unsichtbar zu übergeben. Aber wie? Das müsst ihr quasi schon lange zuvor ausgemacht haben. Damit ihr zum Beispiel wisst, welche Tüten oder Taschen ihr benutzen müsst. Nämlich jeweils genau dieselben. Und was in den Taschen jeweils drin sein muss, damit sie auch hier identisch, das heißt gleich sind. Hier treffen sie sich. Achtet auf die Taschen.
Natürlich gibt es auch 100 andere Möglichkeiten, so etwas Kleines zu verstecken. Man muss kein hohles Buch haben. Eine Trinkflasche geht auch.